Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu Let's Play Foundation, unserem kleinen Wuselspiel. Endlich geht es weiter, nach gefühlt eine Woche müsste es fast sein. Endlich mal wieder eine weitere Folge bzw. eine Aufnahme, die ich jetzt starte. Und ich habe mich kurz mal hingesetzt und dachte so, was ist unser Plan für heute? Und dann kam erstmal jetzt überraschend die Meldung, dass diesmal sich kein Dorfbewohner uns anschließt. Liegt aber an folgender Sache, dass momentan es an Häusern fehlt. Die werden aber da hinten, glaube ich, ein oder zwei Häuschen hier gebaut. Und die andere Sache war, wir müssen erstmal Beförderung aussprechen. Das werden wir mal ganz kurz machen. Dann werden wir da, was machen wir denn, die bräuchten, bei diesen zu den Bürgern, die Beförderung ist das Problem mit Luxusgütern. Den können wir überhaupt nicht dienen, was sehr problematisch wird. Deswegen würde ich sagen, die Beförderung zu Bürgern lassen wir erstmal aus. Was wir machen könnten, wäre eventuell zu Beförderung zu gemein, da wir sehr viel an Bekleidung haben und das momentan recht gut läuft, beziehungsweise wir hinten auch noch eine Weberei bauen. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir einfach mal, dass wir etwa, weiß nicht, roundabout die Hälfte eventuell befördern. Machen wir einfach mal, gucken wir mal. So, wir haben noch sehr viele, ne? Machen wir noch 5 Stück ungefähr, dass wir noch diese 500 Goldstückchen haben. Goldstückchen ist auch nicht schlecht. So, da würde ich sagen, das reicht. Haben wir erst ein paar Beförderungen ausgesprochen. Da werden jetzt hoffentlich neue Häuser gebaut. Und die andere Sache ist, wir haben holztechnisch, wenn man das so sieht, 408 Holzbretter. Einmal hier oben die Anzeige, 408 Holzbretter und nur noch 4, jetzt sind es nur noch 0, Holzstämme. So, die Sache ist ganz einfach, wir haben jetzt angefangen, hier unten zwei Forsthäuschen hinzusetzen, haben jetzt hier zwei Holzfällerhütten, beziehungsweise die dritte ist gerade im Bau, ist noch nicht besetzt, das werden wir mal eben machen. Dann haben wir noch 4 Arbeitslose, Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen. Da oben haben wir jetzt noch eine Holzfällerhütte, die da oben das ein bisschen wegrodet. Da haben wir noch eine Weberei. Das wird die auch mal ganz kurz besetzen. Warum geht das nicht? Wir haben nur noch 2 Arbeitslose oder ist es ein Bug? Anscheinend wohl nicht mehr. Da werden 2 angezeigt. Wahrscheinlich ist es irgendwie noch ein Problem dadurch, dass ein Gebäude abgerissen wurde und das wird irgendwie noch nicht so. Nee, geht nicht. Okay, machen jetzt momentan noch ein bisschen Minus. Bedürftig geht nach unten, gerade was Komfort angeht, dadurch, dass erstmal Häuser gebaut werden müssen. Es mangelt halt an Behausung ganz einfach. Und wir hoffen mal, dass sich das früher oder später dann irgendwie mal so legt, dass jetzt hier ein paar, da wird ein neues Häuschen gebaut. Perfekt, hier wird glaube ich auch ein neues gebaut. Von daher alles gut. Es mangelt halt an Holzbalken, ganz, ganz klar. Militärmission könnten wir auch mal machen. Ich versammle meine Truppen. Schauen wir gleich mal, ob wir da was starten können dürfen. Verfügbar? Ja. Hallo? Ein Bote bitte eine Audienz. Hallo, ich bin gerade ein bisschen überfordert hier. Truppen bereit machen. So. Unmöglich. Das ist auch ein neues System, was sie jetzt eingeführt haben. Das sehe ich gerade. Alles noch Rekruten, teilweise ausgebildet, Stärke 2, verwundet. Wenn ich das jetzt hier anklicke, haben wir immer noch unmöglich. Ist es alles so eine Erfolgswahrscheinlichkeit unmöglich? Das ist aber neu, das packt irgendwie sehr komisch rein. Okay, dann lasse ich das mal. Unterstützung einfach weit entfernt, Tage übrig 19. Ja, schauen wir mal. Lass mal einfach mal drinnen. Müssen halt gucken, dass sie sich erstmal ein bisschen ausbilden. Dass die eine höhere Stärke kriegen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit dann noch höher wird, dass sie da irgendwie erfolgreich zurückkehren. Denn ich möchte eigentlich ganz ungern, dass mir unsere Soldatinnen dann im Kampf fallen. So, einem Audienz. Dann ist es auch so ein Balken, den ich optisch gerade so wahrnehme, der jetzt abläuft. Habe ich es vorher auch noch nicht so gesehen. Was möchte dieser denn? Wir möchten haben 30 Bären. Ja gut, Ach, Bären. Ganz ehrlich, gerade dieses, was ich eigentlich nicht so wirklich loswerden möchte. Aber ich brauche Prunk beim Klerus, deswegen würde ich sagen, machen wir eben Klerus. Und das habe ich beim letzten Mal schon gesucht. Können wir die gleich abgeben? Man musste doch hier irgendwie diese Aufgabe anheften, anlösen. Ressourcen liefern, ja. Möchte ich ganz gerne machen. Wir lagern mal noch ein.
Vielleicht muss er das wegreiten. Gucken wir mal. So. Die Überlegung ist natürlich, wir machen wieder Plus, sehr gut. Ich möchte das ganz gerne so haben. Oder wir sind gesagt, wir haben jetzt sicher so, dass wir hier drei Holzfällerlager haben, zwei Forsthäuschen, hier das Lager, wo unsere Holzstämme eingelagert werden. Hier oben ist es jetzt so, dass wir hier, ich glaube hier oben haben wir jetzt ein, nein, falsch, da, ein volles Lagerhaus mit, fast volles, mit Holzbrettern. So, das könnte man eventuell dort lassen. Heißt, weil die Holzbretter werden ja, oder lässt man es nicht da, ich weiß gar nicht. Weil Holzbretter werden ja so eigentlich auch benötigt. Oder wie ist denn das, wenn jetzt Häuser gebaut werden? Ne, es werden nur Holzstämme benötigt. Okay, das ist halt auch wieder so die Sache. Hm. Quarzvorkommen gebaut? Ah ja, 2 von 4 Arbeitern. Okay, da müssen wir dann auch mal irgendwie ein bisschen noch Minenarbeiter reinsetzen. Also hier wird fleißig jetzt an Häusern gebaut. Die bauen jetzt an Ecken, wo ich eigentlich gar nicht wollte, dass sie es machen. Aber ist halt jetzt ganz einfach so. Ich möchte ganz gerne die Ressourcen abliefern. Aber scheint nicht zu gehen, oder? Warum auch immer. Lieferung bestätigen. Hallo? Möchte nicht. Habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon Probleme gehabt. Ja, die Sache ist jetzt, oder die Frage ist jetzt, macht man es eventuell so, dass wir unsere Sägewerke, 2 an der Zahl müssen es, glaube ich, sein. Wir haben hier eins und dort drüben haben wir eins, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dass wir diese beiden abreißen und setzen die einmal hier unten hin, zum Beispiel. Weil wenn die Holzstämme hier reingelagert werden, werden die direkt rausgenommen, werden zu Bretter verarbeitet und diese kommen halt ins Lager hoch in unser Stadtkern, sage ich mal so. Da ist für mich momentan diese Wege oder die Beschaffungswege von den Ressourcen einfach noch viel zu lang. Weil wenn jetzt hier die Holzstämme eingelagert werden, gehen unsere Träger erstmal hier hoch, bringen die dahin, beziehungsweise unsere Arbeiter hier drin, unsere Zimmer, Männer und Frauen, holen die sich eventuell noch von da unten, bringen die wieder zurück, verarbeiten die ja, zu Brettern und die werden erst wieder hochgelagert. Deswegen war die Idee, hier eventuell noch ein viertes Holzfällerlager. Wäre jetzt nur die Idee, aber wir haben momentan sowieso keine Dorfbewohner, wo wir sagen können, das macht jetzt Sinn. Deswegen würde ich ganz gerne einfach Holzfällerlager hier unten hinsetzen. Ressourcen. Sägewerke, nicht Holzfällerlager, Entschuldigung. Ich bin schon ein bisschen verwirrt hier. Machen wir hier eins hin. Und jetzt ist die Frage, wenn das aufgeforstet wird, machen die das Feld komplett voll oder machen wir... Reicht ein Holzfällerlager für Bretter erstmal? Es werden immer weniger, dadurch, dass unsere Gebäude auch weniger werden. Kann ich jetzt die Bären eigentlich abliefern? 33 habe ich. Kann sie trotzdem nicht abgeben. Gut, wir bauen erstmal ein Holzfällerlager und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze verteilt. Aber schon lange nicht mehr das Problem gehabt, dass wir keine Dorfbewohner mehr kriegen. So, kann ich immer noch nicht reinsetzen. Warum ich diesen Bug habe, weiß ich gerade nicht. Weil hier werden Arbeitslose angezeigt. Markthändler. Okay. Aber ist nicht arbeitslos. Ah, das wird unser Marktstand hier oben gewesen sein, der abgerissen wurde, ne? Das ist natürlich auch sehr toll. Kein Zugriff auf Gottesdienst. Das dürfte eigentlich nicht sein, denn 20 von 20 Besucher... 75 von 75. Könnten wir eventuell mal ein bisschen ausbauen. Dass wir einfach hier so eine Holzerweiterung mit dran setzen. Diese und diese. Und machen hier noch so ein zusätzliches Teil dran. Oder? So eine Steinerweiterung hier so. Geht das? Sieht halt ein bisschen doof aus, oder? Das Fenster mal zur Seite. Dankeschön. Machen wir mal so. Okay, dann kann das gebaut werden in der Zeit. Unzureichende Behausung. Ja, dann müssen wir ein bisschen schneller bauen hier. Schneller. Da, es hapert wirklich momentan nur an unseren Holzstämmen. Müssen wir mal beobachten, ob jetzt 3 Holzfällerlager und 2 Forsthäuser, ob das dann eventuell ausreicht. Nicht, dass ich dann zu viel hinsetze. Weil da, die ist voll besetzt. Hier ist voll besetzt und da ist auch voll besetzt. Okay.
Und die Holzstämme, die hier reinkommen, werden gleich wieder benutzt und woanders hingesetzt. Hier, das möchte ich eigentlich ganz gerne auch mal noch ein bisschen. Ah, okay, durch das Sägewerk. Ich weiß sowieso nicht, ob man das denn hier so in diesem Bereich so großräumig lassen. Machen wir erstmal so. Hier haben wir diesen Bereich, wo noch Häuser gebaut werden. Da oben wird noch gebaut, beziehungsweise umgebaut. Das werde ich aber, glaube ich, so lassen. Den Kirchenteil würde ich eigentlich ganz gerne rausnehmen. So, dass einfach die Kirche hingesetzt wird und gut ist. Was ich auch mitgekriegt habe, was wir noch gar nicht gemacht haben, stimmt, das werden wir eigentlich mal machen, dass wir mal ein bisschen unseren Bereich verschönern werden. So. Und zwar, wir können ja hier so ein bisschen das Ganze auch ein bisschen ausbauen, beziehungsweise dekorieren. So, wir können ja auch ein bisschen Schilder hinsetzen, sag ich mal, dieses. Und Pflanzen und Bäumchen hinsetzen. Weil es gibt in den ganzen auch ein bisschen so aufwertungstechnisch. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht. Territorium. Da müsste man, glaube ich, irgendwo kann man doch hier sehen. Wohngebiete. So, wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Baum hinsetzen, wo, sage ich mal, es nicht so hellgrün ist wie hier, müsste normalerweise, genau, wird das ein bisschen heller. Deswegen kann man da auch einfach irgendwie ein bisschen Sträucher hinsetzen, was wir noch gar nicht so gemacht haben. Und dann wird das Ganze ein bisschen interessanter, sage ich mal, für unsere Dorfbewohner, sich da dann auch niederzulassen. Deswegen, wir haben hier auch mal, hier setzen wir noch so ein Schildchen hin. Und da setzen wir einfach noch ein paar Sträucher hin. So. Und so, weil das kostet ein bisschen Gold. Hat jetzt nicht viel gebracht, dadurch, dass halt das Sägewerk da ist. Ne? Das ist aber gut, ist halt jetzt mal so. Können wir jetzt ausliefern? Dankeschön, sehr gut. Und jetzt können wir auch dann unsere Beeren wieder verkaufen. 55%, heieiei, Komfortmangel ist immer noch. Aber gut, das muss ich halt erstmal ein bisschen einspielen jetzt hier mit den ganzen Holzstämmen. Aber jetzt haben wir immerhin schon 52 Stück wieder drin, die jetzt noch verteilt werden müssen. So, dann machen wir das Ganze mal wieder weg. Gehen wir mal auf dieses. So, das mag ich irgendwie. Ich brauche mal irgendwie diesen Bereich, wo man sieht, wo man was angeordnet hat. Klar, wenn das jetzt verschwinden würde, sieht es natürlich ein bisschen angenehmer aus. Aber ich lasse halt das ganz gerne so als Überblick. Sehr viele Häuser werden gebaut, aber sind noch nicht in Fertigstellung. Deswegen, glaube ich, wird es beim nächsten Mal auch keine neuen Dorfbewohner und Dorfbewohnern geben. Was bei dir? Ich möchte dich anklicken. So, dann Komfort gar nichts, okay. Wo wohnst du denn? Zu Hause anzeigen? Sollte man da vielleicht auch ein bisschen was hinsetzen? Komm, das machen wir mal. Machen wir hier so ein Schildchen hin. Gucken wir mal, scrollen wir ein bisschen ran. Ein Schild hin. Dann werden wir hier noch so ein. Was ist das denn? Kann man das irgendwie. Kann man das hoch machen? Ne, kann man nicht. Ja, komm, wir setzen hier mal so eins hin. Zack. Und ein paar Bäume. Ah, hier sieht man auch den Radius sozusagen, der dann betroffen ist davon. Und hier noch so ein Bäumchen. Die wachsen dann, glaube ich, mit der Zeit. Bin ich mir gar nicht mal so sicher. Habe ich noch nicht so beobachtet. So, und da setzen wir auch noch was hin. Okay, halt mal ein bisschen dekorieren, ne? Muss auch mal sein. Ansonsten fühlen sich ja unsere Dorfbewohner und Dorfbewohner auch nicht wohl. Kann da jetzt jemand? Nee, kann immer noch nicht. Ich frage mich, wo die beiden sind, ganz ehrlich. Verstecken sie sich irgendwo? So, wie sieht's denn hier aus? Da oben fehlen noch zweimal Holzstämme. Hier fehlen 10-mal Holzstämme. Hier fehlen 6-mal Holzstämme. Heieiei. Wir haben ja auch noch ein Holzfällerlager. Moment, wo und wie und warum überhaupt? Wo baut ihr denn? Hier oben ist ja gar nicht mehr zugewiesen. Heieiei. Ich habe ja komplett vergessen.
Ich habe doch gar kein Rodungsgebiet da oben zugewiesen, ne? Wo rennen die denn bitte hin? Okay, das müssen wir halt erstmal abreißen. Das kann ja gar nicht angehen. So, das reißen wir ab. Und dann werden wir hier aber noch gleich in dem gleichen Atemzug ein Holzfällerlager direkt daneben hinsetzen. Weil hier werde ich ein bisschen Platz lassen. Weil entweder baue ich hier noch ein Sägewerk hin oder ein Lagerhaus, weiß ich noch nicht. Aber das geht natürlich gar nicht. Da habe ich ein bisschen Schläfchen gemacht, würde ich sagen. So. Weil dann, die laufen ja Ewigkeiten erstmal, bis sie überhaupt zum Holz oder bis zu Wäldern kommen. Haben sie ja schön gemacht mit den Rauch, mit der Rauchentwicklung und alles so hier, mit den Schornsteinen. Finde ich sehr schön. Macht optisch sehr viel her, auf jeden Fall. Wir können das mal begutachten, wenn alles einfach aus ist. So. Euer Vogt fand nun Stein in einem nahegelegenen Vorkommen. Ist das Stein oder ist das dann Marmor? Und wenn... Wie baut man das an oder ab? Ist dann auch so eine Sache, ne? Müssen wir da mal gucken. Stein? Aber da kann ja gleich wieder losgehen, oder? Wir können ja gleich nochmal ein bisschen Mineralvorkommen suchen. Wegweise gebaut, perfekt. Wie sieht denn jetzt hier der Bereich aus, sage ich mal, wohngebietstechnisch? Oh, was das ausmacht. Hier so ein kleiner blumiger Bogen. Krass. Da müssen wir halt nur aufpassen, dass es nicht zu sehr dann in unseren Wohnbereich reinragt. Okay, so. Da wird auch fleißig gebaut. Gut, dieses Sägewerk, ja, das ist halt eine Arbeit, ne? Es braucht 20 Holzstämme. Wie sieht's hier aus? Nahrungsmangel. Warum denn bitte Nahrungsmangel? Wo mangelt es jetzt hier an Nahrung? Wir haben Beeren, wir haben Käse, wir haben Brot. Warum haben wir jetzt hier irgendwo Nahrungsmangel? Wie kann man das am besten überblicken? Wir haben Einwanderung niedrig, durch niedrige Zufriedenheit, Beschäftigung Durchschnitt, Wohnfläche niedrig. Ja gut, ihr müsst halt erstmal noch ein bisschen bauen, ne? Ist klar. Ja. Warum ist unsere Nahrung jetzt niedrig? Wir haben da oben, hier haben wir jetzt abgerissen, das war die Sache. Und haben hier jetzt unseren Brotstand, der momentan nur 2 Brote hat. Jetzt gar keine mehr. Ich glaube, ich muss es noch ein bisschen aufsplitten, die Verkaufsstände. Ich weiß bloß nicht, was dann das Optimale wäre, ob man dann sagt... Gut, wir haben jetzt da oben haben wir Beeren und Käse abgerissen, ganz oben im Norden bei unserem Steinbruch. Hat das vielleicht so viel ausgemacht? Aber wir haben... Wir könnten halt noch einen Stand aufmachen, wo wir ein bisschen Brot verkaufen. Ist halt die Sache, wo stellt es denn hin, weil der Verkaufsstand bis da mal Brot geholt wird. Boah. Macht es auch Sinn, wenn man mehrere Brotverkaufsstände an einen Punkt hinsetzt? Oder ist es einfach so, weil die jetzt warten und hier sich, doch jetzt befinden sich 23 Brote da. Oh, das ist schwierig. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Ich würde mal sagen, ich setze mal hier. Hier setze ich mal einen Brotstand hin. Auch wenn ich da ständig hin und her switche. Mit hinsetzen und abreißen. Ich probiere es einfach mal aus. Ich drehe den mal, warte mal, so rum. Nee. Wie rum denn? So rum, ne? So rum. So. Den setzen wir mal dahin. Setzen wir da noch einen Verkaufsstand hin. Hier oben wird Bekleidung verkauft. Da wurden 10 verkauft und momentan überhaupt keine da. Das ist halt auch die Sache, ne? Wie geht man das am besten an? Ich meine, klar, da oben wird nichts verkauft, weil wie verhält sich das mit dem Verkäufer oder mit der Verkäuferin, die da oben arbeitet, bis sie da oben wieder angekommen ist? Macht sie Feierabend. So. Dann haben wir da Holzfäller und... Okay, da sind 2 zugewiesen worden.
Der dritte bleibt außen vor. Vergrößerung des Gebäudes zulassen. Wo geht er hin? Muss erstmal was zu trinken, okay. Aber es liegt jetzt noch wirklich an Nahrung und an Häusern. Da müssen wir jetzt wirklich warten, bevor wir jetzt großartig weiterbauen, dass wir erstmal unsere Häuser ganz fertigstellen lassen. Bis dahin können hier unsere Holzfäller und Holzfällerinnen einfach ein bisschen die Bäume fällen. Die haben sich auch schon gut eingebaut hier. Das sieht echt knuffig aus. Man sieht das eine Forsthaus gar nicht mehr. Sehr niedlich. Ich war mir überlegen, ob wir eventuell das den Bereich hier noch kaufen und das hier halt einfach komplett grün machen. Ne? Aber ich weiß nicht. Schauen wir mal. Sieht es da oben aus? Der Rest wurde da schon gebaut. 35 und 35. Also vom Gottesdienst her müsste das jetzt eigentlich langsam wieder in den Bereich oder in den grünen Bereich gehen. Dass wir da... Stoffe haben wir nur noch einen, okay. Ja, wegen unserer Weberei, ne? Die wird halt auch nicht besetzt. Wie kriege ich das denn jetzt hin, dass ich diese drei finde, die angeblich arbeitslos sind, aber mir nicht angezeigt werden, dass sie arbeitslos sind? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da irgendwo ein Problem gab, weil ich es wieder wild befördert habe. Hier haben wir ein Ausrufezeichen. Ich kann keine Unterkunft für meinen Rang, was begehrenswert für meinen Rang genug ist. Okay. Puh. Ja gut, wir müssen halt mal ein bisschen laufen lassen jetzt hier. Wir müssen mal gucken, dass ein bisschen das ganze Holz gleich... Ja, 0, okay. Von 4. Ja, die hätten wir echt gut gebrauchen können. Was ist hier? Aufträge? Einen Tag übrig. Was ist das hier? Das verstehe ich nicht so ganz. Warum ist hier jetzt ist nur noch ein Tag? So schnell geht doch der Tag nicht rum, oder habe ich das irgendwie falschen Erinnerungen bereit machen? Weil wenn ich jetzt hier alle anklicke, wird mir angezeigt, Erfolgswahrscheinlichkeit unmöglich, kann ich noch nicht losschicken. Das sah da sonst immer anders aus. Jetzt ist sie niedrig. Weil die sich nicht mehr... Warum auch immer genügend ausbilden. Aber hier hängen wir doch hier dran rum. Ja, dann ist es so. Kein Zugriff auf Nahrung. Wer denn? Phoenicia, unsere Weberin. Aber momentan sind sie echt wieder in motziger Laune hier. Unsere knuffigen Dorfbewohner. Aber das wird sich hoffentlich dann bald wieder ändern. 50%. Sieht es da oben aus? Ja, guck mal, jetzt geht's aber hier, ne? Schlag auf Schlag. Hier sind ja gefühlt noch 3 oder 4, 5 Häuser im Bau. 132, Woche 4, Tag 7. Wie ist denn das hier? Komme ich da schon ran an das Gebiet? Marmor. Ah, das ist ein Marmorvorkommen. Cool. Marmorsteinbruch. Oh, den hätte ich ja schon gerne, ne? Wie macht man das denn? Haben wir nicht eine Erweiterung gemacht, wo wir dann Marmor weiterverarbeitet wird? Hier. Sehr cool. Oh, das würde ich auf jeden Fall mal gerne machen. Aber ich glaube, damit muss ich wohl oder übel noch ein bisschen warten. Beförderung verfügbar. Ja, wenn ich jetzt wieder befördere, es geht aber recht fix momentan. Ja, komm, befördern wir die mal alle hier, 800. Und dann machen wir... Ne, Bürger möchte ich eigentlich nicht. Ist halt mit den Luxusgütern, ich habe überhaupt keine Ahnung... Wie ich am besten an die Luxusgüter komme. Edelsteine, Quarz.
Da muss man mal gucken, irgendwie, wie man das denn hinkriegt. Es geht auch nicht hoch. Gut, durch die Beförderung werden die ganzen Bedürfnisse natürlich wieder jetzt alle nach oben schnellen. Verteilt sich halt alles jetzt hier so in diesem Bereich. Unser Bergfried oder Burgfried wird jetzt komplett eingebaut. Das hatte ich eigentlich auch nie vor. Ach, naja, dann ist es halt so. Aber Holz haben wir jetzt immerhin schon mal 10 vorrätig. Also es wird langsam. Aber das ist wahrscheinlich auch alles, was momentan irgendwie keinen Zugriff auf Waren. Ne, das Haus nicht. Wasser, Waren, Luxus. Ja, Luxus haben wir nicht. Bekleidung gibt's. Aber bei dem Rest müssen wir halt uns in Geduld üben. Gold kommt auch rein. Es ist also ein Wohnhaus wird ausgebaut. Wo denn? Ah, da. Okay. Also es bewegt sich was in unserem Dörfchen. So ist es nicht, dass wir jetzt einen Stillstand erleben und sagen, so wie in einer oder anderen Folge, dass wir das Problem haben, dass wir nichts mehr machen können, weil wir kein Gold haben oder klar, keine Dorfbewohner, aber das liegt jetzt halt daran, wir bekommen keine neuen Dorfbewohner dadurch, dass die ganzen Häuser ausgebaut werden. Mit dieser, sage ich mal, Beförderungswelle, die ich da jetzt ausgelöst habe, wollen die ganz gerne alle jetzt neue Häuser haben, beziehungsweise die vielleicht ausbauen. Und unsere Baumeister sind komplett überfordert. Aber nicht schlecht. So, was ist mit unserem Verkaufsstand? Der ist noch in Arbeit da oben, okay. Militärmission werde ich erstmal nicht annehmen, weil... Lass mich drüber nachdenken. Du musst nicht gleich Nein sagen, sondern denk erstmal drüber nach. So, wie sieht's aus? Komfort 19%. Wird nicht besser. Wird irgendwo noch jetzt hier weitergebaut? Hier wird auch noch umgebaut. Ah, wir brauchen Baumeister, ne? So wie das aussieht. Also, die ist momentan komplett überfordert. Aber wir können jetzt keinen rausnehmen, ne? Haben wir denn hier? Da haben wir 3 drinne. Und da haben wir einen drinne. Den bräuchten wir eigentlich jetzt gar nicht hier drin. Da kann ich nicht so lange rausnehmen. So. Und dann setze ich nämlich da haben wir schon eine Bauhütte, okay. Ich setze mal eine Bauhütte hier oben hin. So. Wir haben kein Holz mehr, ja. Das wird normalerweise komplett oder sofort fertig gebaut, ne? Unsere Baumeisterhütte oder Bauhütte. Das ist ja ärgerlich. Muss ich ganz kurz mal schauen, wenn hier Holz reingetragen wird. Dann mal eben kurz drücken. Trägst du da was rein? Ne, er trägt nichts rein. Buh. Oh doch, sehr gut. Toll. Und zack. So, fertig. Und das heißt, jetzt müsste ich doch hier oben... Nein, da. So. Hier. Genau. Okay, dann haben wir einen zusätzlichen, der jetzt noch mit die Häuser ausbaut. Mission steht ausbauen, ne? Also hier entstehen neue Wohnungen. Unser neuer Werbeslogan für unser Foundation-Dörfchen. Hier entstehen neue Wohnungen für Sie. So, hier unten wird auch gebaut, perfekt. Ja, wir haben jetzt aber keinen Händler mehr, ne? Hier könnte man dann Brot verkaufen. So. Ich würde ganz gern... Aber wen willst du jetzt hier rausnehmen? Du kannst hier keinen rausnehmen. Nee, das wäre...
Oder ich mache hier das Holzlager weg mit 3 Holzfällern. Aber erst. Weil die 4 müssten ja hier reichen. Aber die bauen jetzt ja hier aus, ne? Oder bauen hier ab. Ach, das ist nicht einfach, ganz ehrlich. Nee, ich lasse es, bevor ich jetzt wieder irgendwie zu überhastet irgendwie was abreiße und mich später wieder ärgere und dann wieder neu aufbaue, lasse ich erstmal, die sollen jetzt ihre Häuschen ausbauen, umbauen, dann ist es halt erstmal so, da müssen wir ein bisschen warten, dann, ja, gucken wir halt unseren Dorfbewohnern ein bisschen dabei zu, bevor wir dann mit anderen Sachen anfangen. Okay, da würde ich auch sagen, machen wir einen Cut, wir sind nur noch kurz über eine halbe Stunde rüber, viel geschafft, gefühlt haben wir jetzt nicht. Wir haben jetzt ein viertes Holzfällerlager hier unten hingesetzt, beziehungsweise haben wir es jetzt umgesetzt. Unser Sägewerk da unten ist jetzt noch immer im Bau. Das wird auch noch gefühlt eine Ewigkeit dauern. Dann werde ich es aber so machen, dass wir in der nächsten, / übernächsten Folge auf jeden Fall 1 oder 2 Holzfäller von diesen Holzfällerlagern hier abreißen werden. Und wie gesagt, das alles ein bisschen hier nach unten verlagern, dass sozusagen unsere Forstwirtschaft mehr dann einfach komplett hier unten liegt und eventuell dann einfach nur ein Lager hier oben haben, wo Bretter eingelagert werden, aber auch als ein Lager gibt, was dann hier unten Bretter hat, sodass dann halt hier unten unser, wie schon gesagt, unser Forstbereich sein wird. Aber das bedarf natürlich ein bisschen Zeit und auch natürlich Materialien, Ressourcen, die wir noch nicht so haben. Aber ich glaube, das wird schon. Das wird schon. Wie gesagt, es erfreut auf jeden Fall mein Herz, dass hier neue Häuser bzw. Fortgeschrittenere Häuser jetzt gebaut werden und dass es vorangeht. Und ich glaube, hier entsteht was Großes, was Schönes. Und ja, wenn euch der Part auf meinem Kanal gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da, verpasst keine Folge auf meinem Kanal. Ansonsten wünsche ich euch Tag, Morgen, Abend, je nachdem, wie ihr schaut. Und sag bis zum nächsten Mal. Haut da rein.